Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute gibt es wieder 10 weitere Karten, die ich mir speziell in den letzten Wochen und Monaten rangekauft habe. Das heißt, sie entstammen keiner Sammlung oder so, sondern sind gezielt von mir eingekauft worden. Und welche ich mir da in der letzten Zeit so rangeholt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder eine OCG Folge, denn ich habe gerade mal so meine 10 verschiedenen Karten für eine Folge beieinander. Ich gucke, dass wir das nächste Mal auch nochmal eine TCG Folge machen. Und fürs TCG habe ich mir in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen mehr rangeholt. Da müssen wir uns ein bisschen sputen, nicht, dass es wieder so viel wird, dass ich mich dazu genötigt fühle, eine Mega-Opening daraus zu machen. Ich würde sagen, wir steigen auch ohne weitere Umschweife ein. Ja, wir legen los mit dem Dual Link Dragon, sozusagen Altimaia Zeukin als Link Monster aus dem Premium Pack 2019 20th Anniversary Secret Rare. Eine Karte, die mich zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt schon 2 Monate her, dass ich sie gekauft habe, ca. 60 Euro gekostet hat. Dementsprechend rechne ich sie hier auch mit diesem Preis ein. Ein relativ guter Preis, wie ich finde, speziell wenn man bedenkt, dass diese ganzen 20th Anniversary Secret Rares aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich nur eine Premium-Rarität für einen gewissen Zeitraum waren und dementsprechend in Japan auch nicht mehr gedruckt werden, im Preis exponentiell steigen momentan. Also die werden immer teurer und teurer und teurer. Sehr coole Sache auf jeden Fall, gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Muss für jede Sammlung, wie ich finde. Und ja, meiner Meinung nach optisch natürlich auch wesentlich besser als Altimaia Zeukin selbst. Machen wir weiter mit dem Link-Mail Erzunterwäldler. Einer Karte aus Rising Rampage. Und ja, auch in Mainsets gab es diese Rarität. Die ist natürlich überall vertreten gewesen. Die gab es teilweise als Promos. Es gab, glaube ich, 7 Karten, die als Promos rausgekommen sind. Darunter die Dual Devastator, nicht die Dual Devastator, die Dual Power Promos, von die wir auch in Ultra Rare bekommen haben, in den alternativen Artworks, und Palladium Oracle Mahat als erste 20th Anniversary Secret, die hier rausgekommen ist, mittlerweile aber auch ziemlich teuer. Sehr schöne Karte, tatsächlich jetzt nicht die schönste 20th Anniversary Secret, aber doch eine nette Sache, die man mitnehmen kann. Kostenpunkt in etwa 40 Euro. Unsere letzte 20th Anniversary Secret Rare ist der gute Elementarheld Neoskrieger. Aus der Legendary Gold Box tatsächlich. Kostenpunkt auch nochmal um die 40 Euro in etwa. Dürfte mittlerweile auch ein bisschen gestiegen sein tatsächlich. Sehr coole Karte, den haben wir ja tatsächlich noch nicht. Und ist natürlich eine Fusion aus Neos und ich glaube irgendeinem generischen anderen Krieger oder Elementarheldenmonster. Ist ja momentan oder schon seit sehr langer Zeit so, dass man nicht mehr unbedingt 2 bestimmte Karten braucht, um sie zu fusionieren. Und wenn, dann ist es meistens nur eine bestimmte Karte und danach irgendwas Generisches oder so. Macht das Ganze eben etwas spielbarer. Sehr coole Karte, auf jeden Fall wunderschön. Darf in keiner Elementarhelden-Collection fehlen. Hier habe ich tatsächlich einen richtigen Schnapper gemacht. Der Stardust Dragon in Extra Secret Rare aus der Rarity Collection 1 aus Korea tatsächlich und nicht aus Japan. Ja, die Koreaner haben ja alternativ zu unterschiedlichen Dingen, wie zum Beispiel der Ghost Rare oder auch der Premium Gold Rare in unterschiedlichen Sets, immer dieses Extra Secret Rare. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Karte gekauft habe, ging sie so in etwa 25 Euro tatsächlich. Das ist auch der Preis, den ich hier bezahlt habe. Die ist aber dann relativ schnell tatsächlich auf 60 Euro geklettert. Also da habe ich gerade noch zum richtigen Zeitpunkt gekauft, wenn man so möchte. Aber jetzt auch schon eine ganze Weile vom lieben Luca. Sehr coole Karte tatsächlich. Sieht unglaublich nice in dieser Rarität aus. Vor allem, wenn man sie unter warmes Licht hält. Das sieht man jetzt hier bedauerlicherweise nicht. Aber auch eine wunderschöne Karte, die ebenfalls in keiner Stardust-Sammlung fehlen darf. Ebenfalls aus Korea und ebenfalls in Extra Secret Rare ist der Phantasmai hier in seinem Original-Artwork. War ja mal eine sehr, sehr teure Karte bei uns tatsächlich. Ich glaube, aus Rising Rampage war das eine Secret oder irgendwie so. Sehr coole Sache. Oh, nee, Soul Fusion? Ach, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall kommt die hier aus der Rarity Collection 3. Da haben wir ja die japanische Variante aufgemacht und da war das die Premium Gold Rare. Und in Korea ist das eben hier diese Extra Secret Rare. Da gibt es halt keine Premium Gold Rare in dem Sinne, da gibt es halt nur unterschiedliche Secret Rare Varianten. Ich glaube auch hier die Prismatic Secret von den jeweiligen Varianten und so weiter ist ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Auch eine sehr schöne Karte, kann man mit einem 10er einrechnen, den ich dafür bezahlt habe. Ursprünglich wollte da irgendwie 60 Euro für die haben, da habe ich gesagt, boy, ist ein bisschen unrealistisch. Mit einem 10er kommt man da, denke ich, ganz gut weg.
Jetzt wird's Oldschool zweimal, naja, eigentlich dreimal, habe ich mir Guilford die Legende in seinem eigentlich originalen Artwork gekauft. Das ist nicht ein alternatives Artwork oder so, das ist das eigentlich originale aus Japan, aus G6. Das war ein Gameboy-Spiel, zu dem es unterschiedliche Gameboy-Promos gab, wie zum Beispiel das Toon Dark Magician Girl oder auch das Voice Guide. Das sind alles Promos, die recht wertig sind. Für so einen zahlt man in etwa 20 Euro zum aktuellen Zeitpunkt, 20 bis 25 tatsächlich. Einer hatte bedauerlicherweise einen Knick. Die anderen beiden sind Gott sei Dank niemand, auch wenn sie ein bisschen chipslettenartig unterwegs sind. Aber das macht nichts. Sobald ich sie in den Magnethaltern habe, sind die wieder platt wie eine Briefmarke. Also wirklich sehr, sehr schön. Gibt es alternativ auch aus 15er X tatsächlich aus dem Set. Natürlich dann in einem moderneren Layout, aber auch in Prismatic Secret Rare und natürlich wesentlich günstiger als der hier. Der kostet dann vielleicht 2 bis 5 Euro. Für 2 bis 5 Euro kriegst du den maximal im Plate, sag ich mal. Sehr coole Sache auf jeden Fall, auch ein Muss für jeden Oldschool-Fan, der eben OCG-Sachen sammelt und meiner Meinung nach auch wesentlich besser als das Artwork, das wir aus der Tinbox kennen. Ja, die Karte kennen wir tatsächlich auch aus dem 350 Euro Mega Opening, aus dem OCG Opening. Ist zwar nicht das gleiche Exemplar, aber ein bisschen zuvor habe ich mir vom selben Verkäufer die hier nochmal einzeln rangeholt tatsächlich. Schöne Ultimate Rare Tragödie aus Rise of Destiny. Haben wir mittlerweile in Ultra Rare, in den Lost Arts. Allerdings macht den Ultimate Rare natürlich nochmal eine Runde mehr her. Kostenpunkt so 15 bis 20 Euro aktuell in Niemen. Sehr, sehr schöne Karte. Kann man gerne mal mitnehmen. Ist natürlich schon etwas moderner vom Print her. Also nicht ganz old school in Japan, sondern doch schon ein bisschen fortschrittlicher gewesen vom Layout her und auch vom Print her. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Sieht wunderschön aus, wenn ihr mich fragt. Ganz, ganz großes Kino. Und hat natürlich mit dem Original-Artwork nichts zu tun. Ich persönlich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, welches Artwork ich besser finden soll. Was meint ihr? Ebenfalls vom lieben Michael und ebenfalls zum damaligen Zeitpunkt noch so 15, 20 Euro wert aus The Rarity Collection 1, die Wiedergeburt im unzensierten Artwork. Ich persönlich bin zum Beispiel eher ein Fan von unserer Wiedergeburt tatsächlich. Nicht vom Original-Artwork, sondern von der Zensur. Die sieht halt einfach besser aus als dieses Ankh. Aber ich muss sagen, in Ultimate Rare macht die Karte unglaublich was her. Ja, also eine wunderschöne Karte tatsächlich. Sehr, sehr cool. Man wird es auch im Beauty-Shot gut sehen, aber Ultimate Rares funktionieren ja auch bei diesem weichen Licht ganz gut. Also das ist wirklich ein absoluter Hingucker. Da habe ich natürlich vorher schon ein paar da gehabt, aber da dachte ich mir, dass er mir die gezeigt hat, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Sehr, sehr coole Geschichte. Ja, die nächste Karte ist ein Infernaler Flammenimperator. Wir kennen ihn natürlich in Ultra Rare aus dem Starter Deck. Die hier kommt aus, und das Set habe ich euch tatsächlich in einem der letzten Sammelkartenchecks mal komplett vorgestellt. Der kommt nämlich aus dem Duel Monsters Expert 2006 Deluxe Edition Promo Set. Sehr cool ist die Karte Nummer 3 des Ganzen. Bestehen tut das Set ja aus insgesamt 4 Karten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, die zeige ich euch in einem extra Video, das bereits hochgeladen wurde. Da guckt ihr mal in die Sammelkartencheck-Reihe. Da habe ich euch das komplett Set mal vorgestellt. Ist ein kurzes und knackiges Video, wie ich finde. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Kam, glaube ich, mit einem kleinen Lot, den mir Rising Time verkauft hat. Damals noch so um die 15 Euro wert, jetzt mittlerweile schon 30 aufwärts. Sehr, sehr cool. Die alten Ultimate Rares, die steigen halt auch immer mehr im Wert, deswegen musste ich da einfach zuschlagen. Sehr, sehr coole Geschichte. Sieht mega nice aus. Ich muss sagen, mit einer der schönsten Ultimate Rare Promos aus dem Set. Ja, letzte Karte des Sets ist der, ich glaube, Himmelsritter Parshad oder so heißt die Karte. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr, genau habe ich es jetzt nicht im Kopf. Aber auch ein Ultimate Rare SD11, das Set kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ich glaube, das wird wohl irgendwie ein Starter oder Structure Deck gewesen sein. Ist ja keine Seltenheit, dass da auch mal Karten, zumindest früher in Ultimate Rare, rausgekommen sind. Vielleicht täusche ich mich aber auch, ihr könnt mich gerne korrigieren, vielleicht auch mal ein OCG-Händler, wenn er das sieht. Der Wert der Karte beläuft sich auch so auf 10 bis 15 Euro in etwa. Keine übermäßig teure Karte, aber dafür eine wunderschöne Karte, die man auch gerne mitnehmen kann als Sammler. Ja, meine Freunde, das wäre es auch schon wieder gewesen mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit meinen Neuzugängen genauso zufrieden wie ich. Ich hoffe auch, dass wir uns bei der nächsten Folge Neuzugänge wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.